Bewusstsein schlägt manchmal hart und ungerecht zu. Ken, übertreib nicht gerade. Edwin war 87. Dass der Sänger Bunke ein Blumenkissen geschickt hat, finde ich unmöglich. Gelbe Margariten. Edwin mochte keine Margariten. Wir warten jetzt mit neuen Wagen mit. Meinen hat mein Sohn gerade in der Mache. Tut mir leid. Meinen hat mein Sohn auch in der Mache. Ich hab Platz. Ich kann sowieso nicht. Hannelore und ich müssen noch zur Bank. Dringend. Beileid. Unangenehm. Du bist doch sonst immer so vorsichtig in Geldangelegenheiten. Bis in Ewigkeit. Vor allem Hannelore. Erde ist geboren zur Erde und zu werden. Staub zu Staub. Und ewig der Arme. Lieber Edwin, an deinem Grabe haben wir dein Lieblingslied gesungen. Den Gefangenenchor aus Nabucco. Es ist für uns alle hart, Gerda. Wir wissen. Er hat uns aus seinem Garten immer Schatten, Morellen und René Claude mitgebracht. Uns allen. Ja, das ist wahr, Gerda, das hat er. Eigentlich hätte dir für das Totenessen zu seinem Andenken Kirschstreuselkuchen backen können. Warum hast du denn nicht dran gedacht? Eberhard und ich haben jetzt andere Sachen im Kopf. Wir müssen gleich zur Bank. Terminlich. Ach, du musst zur Bank? Deinen guten Rat tragen wir im Herzen. Deine Stimme wird uns durch die Technik ewig erhalten bleiben. Wir danken dir. Sie haben es nun geschafft, Herr Wichert. Ich habe alle Unterlagen vorbereitet. Ihr Haus ist schuldenfrei. Die Hypothek wieder gelöscht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wichert. Ohne meine Frau hätte ich das auch nicht geschafft. Nicht schlimm. Ja, natürlich selbstverständlich. Ehrlich gesagt, Herr Wichert, ich bin selber noch nicht so weit. Ich muss noch gut 5-6 Jahre in meinem kleinen Anwesen investieren, bis ich vollends glücklich sagen kann, das ist meins. Na, na. Sie als Bankangestellter, Sie haben doch sicherlich viel günstigere Zinskonditionen als wir. Liebe gnädige Frau, immerhin war die Finanzierung Ihres Hauses durch das frühe Ableben Ihres Herrn Onkels für die Bank ein kalkulierbares Risiko. Geld kostet Geld. Wenn Sie bitte unterschreiben wollen, Herr Wichert. Unser Onkel Paul war eine 50-prozentige Sicherheit, Herr Kneißl. Die andere Hälfte war unser Problem. Wenn ich dir sag, du kriegst einen Fuffi, dann kriegst du den auch. Das ist dann schon der zweite Fuffi. Einen schuldest du mir schon seit 31 Tagen. Erbsenzähler. Und 7 Stunden. Kannst du mir eventuell ein Bier umsonst holen? Ist ja nicht mein Bier, sondern Mutters. Die blöde Katze hier und wo ist mein Bier? Wo ist dein Bier? Wo ist der blöde Meisel? Tassilo! Tassilo! Entschuldigen Sie, ich vermisse meinen Tassilo. Bitteschön. Da ist er ja. Du böser, böser Lauser, du. Wiedersehen, Herr Meisel. Ja, wiedersehen. Danke. Los, hol mal ein Bier. Ja, ja. Wirklich. Besonderer Tag. Feierlicher Tag. So. Nun gehört das Haus endgültig uns. Sie müssen mal vorbeikommen. Sie würden das nicht wiedererkennen. Ein Schmuckstück ist das geworden in all den Jahren. Ach, wo war's denn? Neben der Airbus. Naja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch und feiern Sie schön. Denken Sie, ich muss ja noch in den Betrieb nächsten Sonntag vielleicht. Vielen Dank. Nicht böse sein, dass das Haus nicht mehr Ihnen, sondern ganz alleine uns gehört. Immer zu Ihren Diensten. Ach ja, und die letzte Rate der Geldbeschaffungskosten, das hat noch 400 Zeit. Was für eine Rate? Geldbeschaffungskosten. Meine Bank ist in solchen banküblichen Fällen immer sehr entgegenkommend. Wenn die Hypothek abgelöst ist, veranlassen wir sofort die Streichung im Grundbuch, obwohl wir noch eine Forderung über Geldbeschaffungskosten haben. So? Ja, wie
Wie viel ist das denn? 9.142 Mark und 73 Pfennig, aber das hat 4 Wochen Zeit. Oh. Wenn Sie es wünschen, können wir diesen Betrag auch in ein Darlehen von 10.000 Mark mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten umwandeln. Natürlich, natürlich. Ich werde in Ruhe darüber nachdenken, Herr Kneißl. Wir können telefonieren. Selbstverständlich. Wirklich, Andi, das ist ja wohl das Letzte. Wieso denn? Glaubst du, Rüdiger erzählt oder zeigt mir irgendetwas aus seinem Liebesleben? Liebesleben? Ich komme wegen dieser Mist-Mathe-Aufgaben. Hast du Christiane vielleicht auch immer durch den Keller ins Haus geschmuggelt? Die kommt immer, wenn es schon dunkel ist. Sag mal, du führst doch die Unterlagen. Wieso hast du das nicht gewusst? Wieso ich? Geldangelegenheiten sind doch deine Sache. Was heißt denn hier Unterlagen führen? Ich habe jeden Monat die Rate überwiesen. Und Andreas hat sich dieses teure Kochbuch zum Geburtstag gewünscht von diesem Franzosen. 280 Mark. Ja, das kriegt er dann eben nicht. Dann muss er halt noch aus deinen alten Kochbüchern lernen. Was machen wir jetzt? 10.000 Mark Kredit? Also diese Woche machen wir erstmal gar nichts. Diese Woche gehört das Haus uns und wir sind schuldenfrei. Komm, wir nehmen uns ein Taxi. Taxi? In dieser Situation? Also Schatz, es gibt da so einen gewissen Punkt und der heißt Sparsamkeit. Frau Richard, haben Sie Ihren starken Ehemann zum Ablachen mitgebracht? Wie weiter, sonst fährt Ihnen noch einer hinten drauf. Jede Menge Pilz. Meine Söhne sind da glücklich, nur beeilen Sie sich mal. Ja, ja. Ich kann den faulen Kerl nicht leiden. Leiden kann ich ihn auch nicht, aber er kommt immer pünktlich. Es hätte aber regnen können. Ein Taxi macht doch den Kohl nicht fett. Wenn Andreas schon seine französischen Kochbücher nicht bekommen kann, brauchen wir auch nicht Taxi zu fahren. Wir laufen sowieso zu wenig. Jetzt muss ich mich wieder abhetzen. Ich muss mich doch noch umziehen. Na? War es eine schöne Beerdigung? Sehr schön, Herr Meise. Bloß zu nass. Wir mussten ja sowieso gleich weg. Die Blumen würde ich aber nach dem Regen nicht gießen. Ja, danke. Der dich immer grüßt, den kann ich auch nicht leiden. Er hat uns gegrüßt. Aber dich angeguckt. Ach, Eberhard, spinn doch nicht. Wenn du die Meise schon nicht leiden kannst, du musst es doch nicht so zeigen. Er ist ein sehr guter Kunde. Jede Woche 2 Kästen Pilz und mindestens 30 Flaschen Schweier Sumo. 2 Kästen? Das ist ein Alkoholiker. Was denn Schweier Sumo? Eberhard. Schwarzer Johannisbeersüßmus. Ist schon vor, ich komme gleich nach. Sonst fallen dir Meisel noch die Augen aus dem Kopf. Dieser Frühinvalide. Ja, ist gut. Hallo. Hallo. Herzlichen Mist. Nur weil dein Sangesbruder Alvin zu geistig ist, einen richtigen Unterbodenschutz zu machen, sind die ganzen Bremsleitungen verrottet. Mutti, machst du mir ein Brot? Eins mit Salami, eins mit dem leckeren Schinken, einen Stinkekäse und ein paar Gürkchen, ha? Ist Andi schon zu Hause? Wie, er ist oben mit Gabi. Rüdiger, mein Wagen ist doch fertig. Ich muss in einer halben Stunde weg. Tja, fast. Was heißt fast? Läuft er wieder oder läuft er nur fast? Laufen tut er prima, wa? Bremsen tut er nicht. Da kann mir vielleicht mal einer mithelfen. Also erklär mir mal genauer, mein Junge. Also pass auf, fahr dein Sand. Was soll ich alleine machen? Das sagtest du schon. Ja. Ein Golf, ja. Von mir bestens gewartete Bremsleiter. Verstehe. Ja, wirklich? Ich fürchte. Ackern kannst du hier, bis dir ein Kreuz bricht und Trinkgeld gibt's nie. Dein Bariton gibt mir für die Reparatur 200 Mark und ich hab Schulden bei Andi. Wie schön. Und ich gebe Alvin meine Bremsleitung, ist das richtig? Rüdiger. Jetzt sag nicht wieder fast. Ich bin nämlich bereit, dir fast eine zu scheuern. Du, ich hau dir heute Abend neue Bremsleitung in deinen Golf, ja? Du musst los, Werkstoffkunde. Bescheuerte Übung, bescheuerter Professor. 200 Mark sind dein Argument, oder?
Creme fraiche, mach mich schnell. Du musst ganz. Ja, ja, ich eile. Mach mir schon. Sag mal, die Sache war doch schon ganz gut. Warum rührst du denn da noch saure Sahne dran? Saure Sahne reinrühren? Creme fraiche und erhebt. Man, nie rühren. Das wird eine Pampe wie Tischlerlein. Danke. Tag, Papi, ich hab was Neues. Wenn du was Neues hast, dann will ich mal zum Arzt gehen. Was wird denn das? Eine leichte Soße. Mathe war langweilig. Den ganzen Mist konnte ich sowieso schon. Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Und dann in der zweiten Lateinstunde. Ach, Latein konntest du auch schon. Latein muss man nicht können, das ist die reine Logik. Ja, ja, ich weiß. Ja, und dann hat's gefunkt. Es stört euch doch nicht, dass Gabi bei mir umlernt, oder? Fein, wenn du das nicht brauchst. Die Soße wird nämlich sonst ein Dickmacher, verstehst du? Alles. Versteht Gabi da auch schon was von? Sie ist sehr lernwillig. Was sind denn das für alte Fischköpfe? Das stinkt ja. Darauf kommt Andi den Fond. Das ist ein Fischsud, eine Essenz. Ja, die dann widerlich nach alten Fischköpfen schmeckt. Diese alten Fischköpfe, wie du sie nennst, werden von der Fischhalle weggeworfen. Und bei mir zum Geschmacksträger einer Bouillabaisse. Ja, da würde ich doch mal dem Bundeskanzler was davon schicken. Denn der bekommt ja sowas nie, würde Oma sagen. Ich muss los. Was hat Papi denn? Beerdigung. Dann Ärger mit der Bank. Wir haben zwar keine Hypothek mehr auf dem Haus, nur noch eine kleine Restschuld, von der wir keine Ahnung hatten. Naja, und dann hat dieser Kneißl auch noch gesagt, alles, was wir haben, verdanken wir Onkel Paul. Ohne seine 50% hätten wir keine 100% an dem Haus. Genauso hat Papi den Bankfritzen auch angeschaut. Und dann hat Herr Meisel mir angeblich schöne Augen gemacht. Wie immer. Der liebt nicht nur seinen Tassilo. Blödsinn. Was ihr alle merkt, müsste ich doch merken. 5:05, fünf Flaschen Gerstenbier für Schräg gegenüber. Ich gehe schon. Die haben nämlich seit einer Woche nicht bezahlt. Wie üblich, Frau Kretschmer? Ja, bitte. Sie haben es vergessen, ha? Ist mir unbegreiflich. Ja. Vorigen Mittwoch war es Ihnen auch schon unbegreiflich. Wirklich? Sehen Sie, ich werde immer vergesslicher, Frau Wichert. Aber meine Schwester hat mir von einem Homöopathen erzählt. Der hat Tropfen für die Hirn. Die wirken jede Vergesslichkeit und man kann sich an alles erinnern. Also morgen komme ich den Jans bestimmt und zahle die ganze Rechnung, ja. Morgen? Die ganze Rechnung? Na, ich will Ihnen ja schließlich nicht schuldig bleiben. Sie sind ja keine Bank, wa? Leider. 81,40, ohne die 4,50 heute. Ja, macht moin, also dann 85,90 Mark. So wie Sie rechnen, brauchen Sie gar keine Hirntropfen. Tschüss dann nicht. Bis moin. Hey Papa, der Alvin Bartold kommt doch gleich. Dann sag ihm, dass ich seine neue Bremsleitung ausprobiere. Bis heute Abend. Das kannst du doch nicht machen. Du wirst ihm das schon erklären können. Wozu studierst du denn? Die Kupplung hakt. Vater ist mit dem Wagen vom Bartold zur Arbeit gefahren. Der Vater hat heute einen ganz schlechten Tag. Erst die Beerdigung, du, bei der Karre ist die Kupplung über den Jordan. Ja, damit kann der überhaupt nicht fahren. Unter Papas Verantwortung und Anleitung werden im Jahr 400 Schrankwände, Modell Botticelli, im altitalienischen Stil hergestellt. Dazu Schlafzimmer, blaue Lagune und circa 300 Schreibtische. Konsul. Senator. Ja. Den Maschinenpark hat Papa weitgehend mitentwickelt. Und für seine Idee zu einer automatischen Holzschnitzmaschine hat er eine Prämie von 3.500 Mark bekommen. Papa ist einer der fähigsten Tischlermeister in einem Großbetrieb unserer Stadt. Und wenn es drauf ankommt, dann kann Papa auch mit Alvins Kupplung umgehen. So. Tag.
Herr Wiechert. Da haben Sie auch was versäumt, was wir noch gelacht haben. Es war sehr lustig, ehrlich. Ja, mal riecht's. Da müssen Sie erst mal die Bassisten riechen. Die haben sich bis obere Zahnreihe abgewühlt. Passen Sie ja auf. Deswegen bin ich ja hier. Das war ein lustiges Begräbnis. Ja, ja, ja. Wissen Sie, wo Tenstag steckt? In seinem Büro. Herr Wiechert! Der Kantenleimer ist schon wieder kaputt. Scheiße. Seid der Frühschichtchef. Das dämliche Ding heizt nicht richtig. Auf 280 Grad kocht sie hoch. Der ganze Laden verbrennt. Ja, ja, ist ja klar. Wir müssen mindestens 400 Platten austauschen. Muss ich Ihnen noch mehr erklären? Habt ihr Tenstag schon verständigt? Kommt ihr denn darauf? Fertigung ist doch Ihr Bier. Bei 400 auszutauschenden Platten zuzüglich der Reparatur, da ist das erstmal der Kostenaufwand von mindestens 15.000 Mark. Und das nicht mehr mein Bier, sondern Tenstagsbier. Und wenn dieser dämliche Leimer hier auf 280 Grad hochheizt, dann ist die Firma dran, die das Ding geliefert hat. Habt ihr die verständigt? Diese Pfeifen waren schon da, haben nichts gefunden. Habt ihr mal den Thermostaten angeschaut? Nee. Ja, der war vor 2 Jahren schon mal im Eimer, wetten? Au, ist der heiß. Ah. Und jetzt? Los, leg den Leimer still, ich scheuch die Maschinenbauer her. Wiecher, nein, ich habe nicht kalkuliert, ich habe nochmal überschlagen. Ja, ja, mindestens 15. Ja, natürlich kalkuliere ich das noch, aber da kommen auch 15.000 raus. Na ja, gut, ich komme zu Ihnen rauf. Saftsack. Mmh, ätzend gut, Mami, echt. Ach, riech mal, Gabi. Können wir bald Englisch machen? Ja, in 10 Minuten. Aber vorher räumt ihr mir den Dreck weg, ja? Und die Fischköpfe nicht einfach in den Mülleimer, sondern raus in die Tonne. Versprochen? Was? Glaubst du, Bocuse möchte seine eigenen Mülltonnen von innen ansehen? Sowas verderbt Geruch, Geschmack, jeden sinnlichen Nerv. So redet er auch manchmal in Chemie, Frau Wiechert. Als Bocuse noch Schüler war, da hat er seiner Mutter sicherlich auch die Kartoffeln aus dem Keller geholt und den Müll zur Tonne gebracht. Ganz bestimmt. Ja, ich sag ja nichts mehr. Aber du hältst zu mir. Gabi, dich hat mein Andi nicht verdient. Kennen Sie die Christiane? Kennt sie nicht. Flüchtig. Gibt's da so einen gewissen Punkt? Die ist nämlich noch blöder als blöd. Aha. Aber das ist nicht der Punkt, oder? So, jetzt muss ich noch rühren. Mindestens eine halbe Stunde. Ich kann rühren. Du machst mein Englisch. Du rührst zu schnell. Man muss spiralförmig von oben nach unten rühren. Und langsam. Übrigens, Oma hat vorhin angerufen. Sie kommt um 4. Hätte ich beinahe vergessen. Du sagst das mit einer Betonung, als ob der Besuch von Oma was Schlimmes wäre. Immerhin ruft sie ja vorher an, nicht? Ja, das verlängert ja nur die Qual. Also ich finde deine Oma sehr nett. Ja, du hast sie ja Gott sei Dank auch erst von Weitem gesehen. Andi, bitte, bitte versprich mir eins. Wenn Oma dich heute Nachmittag fragt, was du nach dem Abitur werden willst, dann sag... Koch. Nein, Chirurg. Warum soll ich lügen? Du sollst nicht lügen, du sollst einfach sagen, Chirurg. Bis zum Abitur kannst du es dir doch immer noch mal überlegen, nicht? Aber im Moment erzählt Oma allen ihren Freundinnen, dass du Chirurg werden willst. Weil du ihr es gesagt hast. Christianes Vater ist auch Chirurg. Ja, ja, ich habe es ihr gesagt. Aber bloß, weil sie sonst wieder mit dem Schnee von gestern anfängt. Okay, ich spiele mit. Aber ich sage, ich hätte es mir anders überlegt und will nun Rechtsanwalt werden. Wie Gabis Vater. Bitte tu mir das nicht an. Sag ja nicht Rechtsanwalt. Nur weil Vater es nicht geschafft hat? Jura ist Omas offene Wunde. Also ich mache jetzt Englisch. Mami, Schule ist... Bitte! Ich will dich ja jetzt nicht mit Erziehung nerven. Aber was wolltest du mir soeben andeuten? Ich habe null Bock auf die Penne. Andi, jetzt hör mir mal zu. Du bist zwar der Faulste, aber auch der beste Schüler in deiner Klasse. Du bringst Voraussetzungen mit, die keiner von uns hatte.
Dein Vater nicht, ich nicht. Und Rüdiger? Naja, also, Rüdiger quält sich ganz schön, nicht? Trotzdem, Mami. Das Abi ist drin. Versprochen? Oh, guten Tag, Richard. Wie ist denn das Wertebefinden? Das ist Fräulein Glaubrecht. Ich hab sie den ganzen Morgen über vermisst. Wirklich? Tenstag hat mich genervt. Dieser Mann ist ohne sie mitunter richtig hilflos. Seit 9 Uhr formuliert er an einer Entscheidung für das Botticelli-Programm herum. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Südkalifornier unser Botticelli-Programm kaufen wollen. Aber in Mahagoni? Ja, das ist wahr. Das bedeutet hohe Investitionen. Mahagoni haben wir kaum im Lager. Das muss in Gütersloh entschieden werden. Ja, aber erstmal müssen Sie Ihr Platzett geben, lieber Herr Wiecher. Tenstag wartet schon ganz ungeduldig. Er telefoniert mit seiner Frau Mutter. Fräulein Glaubrecht, er ist ein guter Chef und ein guter Sohn. In welcher Reihenfolge? Nein, Mama, das schiebst du als Festgeld nach Luxemburg. Bitte lass den Dollar für dich arbeiten. Glaub mir, Mutter. Gut. Heute Abend um 8 zum Dinner. Vielleicht bringe ich meine Bekannte mit. Ich rufe dich vorher noch an. Ja. Ich dich auch. Ach, das sind Sie ja, Wichert. Bitte. Warum haben Sie den Monteuren nicht früher den Tipp in dem Thermostat gegeben? 15.000 Mark sind ja kein Backenstiel. Das finde ich auch. Ich habe Ihnen schon vor anderthalb Jahren einen neuen Kattenleimer vorgeschlagen. Leistungsfähiger, schneller, sauberer, computergesteuert und nicht so anfällig. Wichert, es gibt Gesichtspunkte in der Geschäftspolitik, die Investitionen vor 2 Jahren und sicherlich auch noch in das nächste Jahr hinein nicht ratsam erscheinen lassen. Verstehen Sie, was von Geld wert? Ja, doch in Luxemburg ist es offenbar mehr wert als bei uns. Ach, Sie haben mitgehört. Na gut. Aber das ist nicht Ihr Problem, sondern eins meiner Familie. Wie lange dauern die Reparaturarbeiten an diesem Kantendings da? An dem Kantenleimer? 2-3 Stunden. Da kann man nichts machen. Ich habe eine Bitte, die vordringlich erscheint. Über das Botticelli-Programm werde ich morgen befinden. Oder wird auch morgen wieder eines Ihrer Chormitglieder zu Grabe getragen? Nein. Fein. Ist Ihnen Herr Kneißl von der Zentrale? Ja, der ist mir sehr sogar. Freund von mir. Na, wohl eher ein Bekannter. Was soll ich drum rumreden? Kneißl baut seine Dachboden aus und braucht ein paar Leute, verstehen Sie? Schwarzarbeit? Nicht, doch. Unsere Firma ist ihm verpflichtet. Ich auch. Ach, der Kneißl will dafür gar nichts bezahlen. Wichert, machen Sie es mir nicht so schwer. Soll nichts zahlen. Ein entgegenkommender Möbelunion. Wir schicken ihm 2-3 Leute für seinen Dachboden. Irgendwo drücken Sie das in die Kalkulation. Meinetwegen für das Modell Botticelli. Da ist immer noch ein bisschen Luft drin. In Zukunft sogar noch mehr. In diesem ganzen Modell ist nur Luft drin. Wenn Sie meine Überlegungen kennen, werden Sie nicht so leichtfertig über Botticelli urteilen. Ihnen fällt was ein. Kneißl bewilligt uns die Kredite mitentscheidend. Für die Möbelunion? Natürlich. Herr Tenstag, sagen Sie mir, wen Sie haben wollen, und ich schicke Sie dem Kneißl aufs Dach. Aus der Produktion kann ich keinen abziehen. In der Endfertigung wird es zwar eng, aber machbar. Ich bin mit den Leuten nicht so vertraut. Denken Sie daran, die brauchen auch ein gewisses Auftreten. Der Kneißl ist mit einer geborenen von Thalbach verheiratet. Herr Tenstag, wir haben hier keine von und zu, die bei uns hobeln und so. Ob ich gesellschaftlich was bieten kann? Verstehen Sie doch, Wichert. Wir müssen dem Kneißl die besten Leute schicken, die wir haben. Um es ganz deutlich zu sagen, ich hoffe, Sie würden sich selber... Ich? Beim Kneißl auf dem Dachboden rumkriechen? Ich hoffte ja nur. Hier, das lag auf Ihrem Beifahrersitz. Oh, danke. Stimmt's? Aber das war doch kein Misstrauen, Herr Wichert. Gern geschehen, lieber Herr Tenstag. Ich lass mir was einfallen. Und sagen Sie doch dem Verkauf Bescheid, der soll mir bis 16 Uhr die Order rüberbringen. Können Sie das veranlassen? Warum funktioniert das nicht? Tja, der neue Verkaufsleiter arbeitet sich noch ein. Seit 8 Monaten. Frank ist ein Spitzenmann. Ja, auf dem Golfplatz.
Kelly! Mein lieber Hannelore, ist Andreas daheim? Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was einer Fortbildung weit über den schulischen Bereich hinaus sehr dienlich sein wird. Ja, Andreas ist auf seinem Zimmer. Sehen wir uns noch? Bleib doch, Kete beißt nicht. Gib mir einen Kuss. Oma ist da. Vielleicht komme ich später noch mal. Ja, ja. Mutter, setz dich doch einen Moment daher. Ich glaube, ich mache uns erstmal einen Kaffee. Ja, danke gern, Hannelore. Aber bitte, bitte nimm doch den. Dein Kaffee hat mir zu viel Koffein. Wie du willst. Andi muss gleich kommen. Tag, Oma. Andi, was du immer für Sachen mit mir machst. Wie geht's dir? Alles paletti. Und in der Schule? Naja. Oh, scheiß, na ja. Zeig mal deine Hände. Wie bist du im Latein? Naja, gut. Die gleichen Hände wie dein Großvater. Vielleicht sogar noch etwas schmaler. Du musst Chirurg werden, Kind. Versprich mir das. Deine schulischen Leistungen sind also noch gut. Bestimmt. Aber warum ausgerechnet Chirurg? Du hast begnadete Hände, das sieht man. Und eine gewisse Abneigung, sich mit dem Innenleben seiner Mitmenschen auseinanderzusetzen, wirst du überwinden. Es ist nur eine Frage der Ethik. Ach, Oma, ich habe keine Abneigung gegen gewisse Innenleben. Was glaubst du, wer in diesem Haus das Geflügel ausnimmt? Ich? Stimmt. Ein barbarischer Vergleich, Andi. Hier, für dich. Hey! Was packst du das jetzt schon aus? Mutter, Andi hat erst in 3 Tagen Geburtstag. Mein Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Wird auch so langsam tödlich. Andi, pack sofort wieder ein. Geschenke vorher auspacken bringt Unglück. Ach, wie nett. Ein Mikroskop. Ja. In dem kleinen Begleitheftchen, da steht, wie man eine Blutgruppe feststellen kann. Ist doch sehr wichtig. Besonders beim Geflügel, Oma. Jeder Chirurg muss die Blutgruppe seines Patienten kennen. Ich möchte aber nicht Chirurg werden, Oma. Vielleicht lieber Rechtsanwalt. Mein Gott, Andi. Nein, Andi, wie kannst du nur? Du, danke. Dein Großvater hatte als Jurist eine große Karriere vor sich. 2 Tage vor der Kapitulation. Es trifft immer die Besten. Mutter, es ist schön, dass wir dich haben. Und auch dein Vater hätte das Zeug dazu gehabt. Bitte. Ach, doch, doch, Hannelore, es muss ruhig einmal gesagt werden, auch vor Andi. Deinem Vater fiel die Schule nicht leicht, aber er hätte es schaffen können. Ich weiß es noch genau. Es war in der Obersekunde an einem Mittwoch. Ich sagte zu ihm, denk nur an den Punischen Krieg. Ein ganz leichtes Thema. Aber er hatte ja an was anderes zu denken. An mich. Ihr habt euch viel zu früh kennengelernt. Ihr wart viel zu jung, alle beide. Aber wir sind zusammen geblieben, Mutter. Tja, Andi, so kann ein mangelhaft über ein ganzes Leben entscheiden. Da bin ich aber froh, Oma. Stell dir mal vor, er hätte die Arbeit damals nicht vergeigt. Dann gäbe es uns heute gar nicht. Warum nicht? Nur später. Aber dass du die Familientradition als Jurist fortsetzen willst, zeigt, dass du sensibel bist. Jedoch die Chirurgie... Ja, ja, Oma. Die Halbgötter in Weiß. Dankeschön. Ach, er wird seinen Weg schon machen, Hannelore. Ja, Mutter. Aber lass ihm noch ein bisschen Zeit. Hm? Kocht und backt er immer noch so gern? Möchtest du ein paar von seinen Plätzchen probieren? Ingwerteig. Oh. Mit geschäumtem Ananasmus. Ingwerteig macht der Junge. Ich bin mal für 3 Stunden unterwegs. Gibt's was Besonderes? Die Presse?
Rest? Fein. Was will denn der Kneisel für den Dachausbau bezahlen? Bezahlen, Herr Wichert, das läuft über Kollaps. Ein gewisses Entgegenkommen der Möbelunion. Aber irgendjemand muss doch in die Tasche fassen. Ach, Sie sind also doch interessiert. Persönlich, meine ich. Ich bin auch Kneisels Kunde. Eben, sehr vernünftig, Herr Wichert, sehr vernünftig. Dann schauen Sie sich den Dachboden mal an, kalkulieren das durch, dann reden wir darüber. Tut mir leid, Chef. Die Thermoskanne, so ein Quatsch. Sag mal, Heinz, deine Frau kriegt doch bald ihr erstes Kind, nicht? Ja, dann ist mit dem Rauchen sowieso Essig. Aber am Wochenende, bisschen nebenbei. Na ja. Na ja, eben. Wir könnten doch vielleicht zusammen. Du, ich, mein Sohn. Das ist doch verboten, Chef. Ist doch strafbar. Haben Sie mal den Stift immer schon gepredigt? Mit Rückendeckung der Geschäftsführung. Herr Chef, die Geschäftsführung sind Sie doch. Nein, das ist der Tanztag. Er? Tut auch nur, was Sie ihm einreden. Haben Sie sein Auto gesehen? Er hat schon wieder ein neues. Das geht uns nichts an. Ja, Sie haben ja auch ein neues. Ein neues ist es nicht. Ein anderes. Also eins. Pass mal auf. Aber nicht drüber reden. Naja, jetzt hängen wir noch mit knapp 10.000 Mark. Aber hatten wir uns so auf den Tag gefreut. Also, diese Plätzchen sind wirklich köstlich. Aber Andi hat hoffentlich auch normale Interessen. Außer Backen und Kochen. Und wie? Allerdings ein BH habe ich unter seinem Bett noch nicht gefunden. Oh, du bist aber wirklich manchmal erschreckend direkt. Ach, weißt du, Andi macht mir keine Sorgen. Und Rüdiger, naja, Studium läuft. Obwohl er mehr ein Praktiker ist. Wenn Rüdiger sich auf die Hinterbeine setzt, wird er den Diplom-Ingenieur schon schaffen. Ich möchte nicht wissen, wie oft sich der Herr Bundeskanzler auf die Hinterbeine setzen musste, bevor er wurde, was er ist. Also, Mutter, deine Vergleiche. Aber wie ihr diese 10.000 Mal so einfach vergessen konntet. Naja, Onkel Paul fehlt euch doch sehr. Wenn der noch leben würde, hätte er euch bestimmt schon wieder finanziell geholfen. Wer denkt denn noch an sowas? Ich könnte euch ja die 10.000 Mark. Ja, Mutter, aber... Aber ich will mich auch nicht aufdrängen. Außerdem musst du nicht glauben, dass ich mich wegen dieser 10.000 Mark hier bei euch einnisten will. Ja, Mutter, das Haus ist auch gar nicht groß genug. Selbst der Herr Bundeskanzler bewohnt privat nicht mehr Quadratmeter als ihr. Noch etwas Kaffee, Mutter? Oh, nein, danke. Aber wenn du vielleicht ein Likörchen für mich hättest, einen von deinen selbst angesetzten, mir ist gar nicht ganz ordentlich. Kein Wunder nach den vielen Plätzchen. Ach übrigens, Mutter, ich möchte dich bitten, das Thema Eberhard und deine Bemerkung zu seiner Latein-5 nicht vor Andi zu erörtern. Oh, warum nicht? Andreas ist sehr stolz auf seinen Vater. Es gibt nicht viele Söhne, die tagtäglich vor Augen haben, was ihr Vater mit eigenen Händen gebaut hat. Das ist Eberhards Meisterstück. Daran brauchst du mich nicht zu erinnern. Bitte. Danke. Andreas wird auch mal seinen eigenen Weg gehen. Aber ich werde als Wegweiserin neben ihm stehen. Ja, das ist sehr lieb, Mutter. Aber ich wünsche mir, dass meine Söhne das tun, was sie wollen. Und letztendlich auch am besten können. Kochen?
Auf Weiher. Leuchter. Ja. Ist Papi noch nicht da? Nee, du, ich mach mir schon Sorgen. Rüdiger auch noch nicht. Doch, der ist schon seit einer halben Stunde auf seinem Zimmer. Diesmal mit einer blonden Freundin. Mami. War aber nichts. Oder? Nein, nein. Mami, du bist wirklich eine Dame. Und du verrätst mir jetzt das Rezept von deiner neuen Soße. Jetzt? Mitten in der Nacht? Warum? Weil ich eine sehr schwache Dame bin. Alle. Aufgegessen. In einem Atemzug kräftig aufblasen. Ich weiß, Sie hatten die Vorfahrt. Natürlich habe ich nichts getrunken. Positiv? Negativ. Und Ihren Kraftfahrzeugschein haben Sie nicht dabei? Nein, das ist ja nicht mein Wagen. Aber das ist Vorschrift. Wisst ihr was, Freunde? Es gibt viel zu viele Vorschriften. Viele Vorschriften, viele Übertretungen, viele Gesetze, viele Verbrecher. Unsere Rechtsordnung ist ein Dickicht. Sind Sie Jurist? Nein, mein Vater war einer. Ein Anwalt werden Sie brauchen. Das wird teuer hier. Wenn man der Polizei in den Karren fährt, wird es immer teuer. Ich habe einen Treffer gelandet. Mit einem fremden Auto. Ein Tatbestand, den wir überprüfen müssen, Herr Wichert. Ist der Halter des Wagens telefonisch zu erreichen? Er könnte Sie entlasten. Entlasten ist gut, wirklich gut. Ich fürchte, der Halter dieses Wagens weiß gar nicht, dass ich seinen Wagen habe. Aber dafür hat er meine Bremsleitung. Eine interessante Ausrede. Ja, ja. Hallo, na? Wer? Polizei? Ja, wer? Ja, wer ist da? Moment, bitte. Albin, für dich, ja? Meine Frau, ja? Nein, die Polizei. Was ist denn die Polizei? Psst. Ruhig, Mann. Psst. Ja? Ja, Albin? Albin Bartholz. Auto? Mein Auto können Sie mir jetzt nicht kommen. Ich kann Sie nämlich jetzt nicht fahren. Ich habe nämlich einen Trauerfall. Ja. Was denn? Preußenallee?
Das kann gar nicht sein. Was denn? Ob ich meinen Wagen verliehen habe? Ich habe meinen Wagen nicht verliehen. Wenn mein Wagen jetzt in der Preußenallee ist, dann muss ihn mir einer gestohlen haben. Mann, sei doch mal ruhig. Es handelt sich um einen Unfall mit meinen gestohlenen Wagen, die Sie mir geklaut haben. Verletzt? Jawohl, Herr Wachmeister. Ich komme sofort. Conny? Conny, kannst du mir mal ein Taxi anrufen? Ich muss auf die Polizeistation. Haben Sie den Dieb schon festgenommen? Du, es handelt sich hier um ein schwebendes Verfahren. Es ist ja wohl ganz klar, dass ich da nicht eingreife. Hier, ne? So. Ich kann nicht doch fahren. Ach du, deine Schlüssel hab ich, ja. So, Alvin geht's. Macht's gut, Jungs. Bis bald. Dem haben Sie das Auto geklaut? Da waren Sie nicht komisch. Ne? Andi, wenn du müde bist, dann geh doch ins Bett. Das ist ja unverantwortlich von mir, was ich hier mache. Hast du schon den Betrieb angerufen? Natürlich, da ist er schon lange weg. Wir männlichen Wichert sind ja... Vielleicht hat er eine Freundin. Was? Oder er ist im Gesangsverein Lahme Lunge in der Kneipe. Also erstens mal, mach dich bitte nicht über die Harmonie lustig, ja? Und zweitens, Papi geht niemals in die Kneipe. Schon gar nicht, wenn er so spät aus dem Betrieb kommt. Und drittens, warum soll er eine Freundin haben? Er hat ja mich. Vielleicht doch. Nobody's perfect. Ach, perfekt, perfekt. Papi ist nicht deswegen perfekt, weil er niemals oder selten in die Kneipe geht oder überhaupt oder... Scheiße. Jetzt stockt die Soße auch noch. Was macht das hier eigentlich? Bloß um mich abzulenken. Und du musst jetzt ins Bett, also hopp, hopp. Warum musst du immer gleich das Schlimmste annehmen? Entschuldige. Ich bin einfach nervös. Weiterfahren. Wichert! Herr Wichert! Ach, Sie kennen diesen Herrn? Ja, ich kenne Herrn Wichert seit Jahren. Er ist mein Werftmeister. Eine Unverschämtheit, wie Sie einen unbescholtenen Bürger hier behandeln. Sie sehen doch, dass Herr Wichert kein Krimineller ist. Oder haben Sie keinen Blick dafür? Sie geben also zu, dass Sie ein fremdes Auto ohne Genehmigung des Eigentümers gefahren haben. Sie geben überhaupt nichts zu. Ohne Anwalt nichts. Herr Tenztag, ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, aber das Missverständnis wird sich in einigen Minuten aufklären. Vielen Dank. Glauben Sie im Ernst, dass sich alles von alleine aufklären wird? Nichts wird sich aufklären. Wofür bin ich denn da? Ein Glück, dass ich bei meiner Mutter gegessen habe. Sonst wäre ich nicht hier vorbeigekommen. Man hat doch eine gewisse Fürsorgepflicht. Waren Sie Unfallzeuge? Nein. Dann bitte verlassen Sie das Revier. Was sagten Sie bitte? Es wird sich aufklären, Herr Tenztag. Ganz bestimmt. Ich wollte nur helfen, Wichert. Sollte es Komplikationen geben, wäre ich sehr dankbar, wenn meine Firma informiert wird. Guten Abend. Ganz schön schneidig, Ihr Chef. Kaffee? Darf ich meine Frau mal anrufen? Rufen Sie lieber ein paar Minuten später an, wenn der Halter des Fahrzeugs hier auftaucht und hoffentlich keine Anzeige gegen Sie erstattet. Dann können Sie sagen, Sie kommen ein bisschen später. Im Moment bin ich vorübergehend festgenommen. So müssen Sie das sehen, Herr Wichert. Sind Sie vorbestraft? Einschlägig? Ich soll hier mein gestohlenes Auto abholen. Naja. Land Alvin. Lieber Haas, was will denn hier? Du, hier haben Sie mein Auto geklaut. Das war ich, Alvin. Du hast auch selbst den, so. Doch, Alvin. Ich habe deinen Wagen genommen, ohne dich zu fragen. Herr Barthold, Sie kennen Herrn Wichert. Ja,
Wir hatten Baritonmeister. Hoch auf dem gelben Wagen. So ungefähr. Noch schöner. Zum Heulen schön. Ist ja gut, Alwin. Aber ich habe dein Auto benutzt. Ja, wir brauchen ja den ganzen Tag auch nicht. Ja. Okay, das wäre also geklärt. Tja, aber da gibt es noch so einen gewissen Punkt, den ich mit dir klären müsste. Das ist mir egal, ob das möglich ist oder nicht. Verbinden Sie mich bitte mit der Ambulanz. Ja, Wichert. Eberhard Wichert. Ja, bitte. Was? Sie haben keinen Eberhard Wichert. Danke. Leise, Sie? Um diese Zeit? Ja, ich sah nach Licht. Also, ich hatte einen fürchterlichen Durst. Stört es Sie sehr? Ja. Ausnahmsweise zwei Pils, ja? Guten Abend. Eberhard! Oh. Endlich. Einen Moment, Herr Meisel, ja? Wo warst du denn die ganze Zeit? Einen Moment bitte, Herr Meisel. Ist auch gar nicht so deine Art, Eberhard. In der Harmonie geht das rum wie ein Flächenbrand. Was heute geschwätzt wird, ist morgen vergessen können. Die 10.000 Mark Geldbeschaffungskosten, die hätten uns sich umgebracht. Es ist nur die Enttäuschung, dass man es nach all den Jahren doch noch nicht ganz geschafft hat. Dass immer noch ein Rest bleibt. Ach, und jetzt haben wir auch noch Alwins Auto am Hals. Mutter war da. Sie würde uns... Nein. Ich liebe meine Mutter, aber nein. Sie liebt dich auch sehr. Ich war immer Einzelkind. Irgendwann muss man sich trennen. Wir könnten den Dachboden ausbauen. Kleine Mansardenwohnung. Dachboden ausbauen. Obwohl, es ist auch nicht so gut. Gerade jetzt, wo die Kosten auf uns zukommen, Mutter dieses Angebot machen. Nee, das sieht nicht so gut aus. Das Ganze ist doch deine Schuld. Also wegen bitte, Bremsleitung, nicht? Bitte, bitte, passiert ist passiert. Was heißt denn passiert ist passiert? Wir werden wohl hinterher noch drüber reden dürfen. Rüdiger ist ganz eindeutig der Verursacher, juristisch gesprochen. Mami. Was ist denn? Wenn du die Eier im Kühlschrank aufbewahrst, was im Übrigen völlig falsch ist, musst du sie eine halbe Minute länger kochen. Andi, jetzt nerv uns nicht. Das war doch nur ein Rat. Das ist für dich die Lösung, nicht? Ich gebe mein Auto dem Alwin und damit ist für dich die Sache aus der Welt. Nee, nee, Rüdiger, das schlagt dir mal aus dem Kopf. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein! Dein Auto hat natürlich 14.000 Kilometer mehr drauf als meiner, wa? Ist aber besser gepflegt. Rüdiger hat das voll im Griff. Allein der Unterbodenschutz. Guck doch mal bei dir drunter. Weißt du überhaupt, warum deine Bremsleitung ausgewechselt werden musste? Außerdem ist dein Karren ja älter als meiner. Was willst du? Eberhard, ich kann dein Angebot nicht annehmen. Ist Haftpflicht versichert? Ja, die Haftpflichtversicherung deckt doch diese Scheiße nicht ab. Unbefugtes Benutzen eines fremden Wagens, nee, nee. Da trifft mich eigenverschulden. Ich brauche natürlich ein Auto. Wie schon gesagt, ich habe eine gewisse Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter. Insbesondere für meine leitenden Mitarbeiter.
Ich auch. Aber bitte nicht wieder nachzählen, Herr Tenstag. Seien Sie doch nicht so nachtragend, Wichers. Ein erwachsener Mann lässt doch nicht jeden Tag seine Brieftasche im offenen Sportwagen auf dem Beifahrersitz liegen. Beim Fahren kneift sie. Dann schaffen Sie doch ein bequemeres Auto an. Kann ich Herrn Kneißl die Arbeiten an seinem Dachboden für das Wochenende avisieren? Ob Sie das können, weiß ich nicht. Ich werde mich selber avisieren. Das war einfach die Sache. Den Kostenvorschlag muss ich ja sowieso machen. Wie Sie wollen. Und wie kommen die Leute zu Ihrem Geld? Das übernimmt die Werbeabteilung. Ich habe das bereits veranlasst. Ich wusste doch, dass Ihnen etwas einfällt. Konnten Sie sich bei der Polizei exkulpieren? Ja, wie wir Lateiner sagen. Ich habe mein Auto und die Polizei vom Hals. Bene. Von mir habt ihr nie ein negatives Wort über Oma gehört. Nee. Nur so Sprüche, drei Generationen gehören nicht unter ein Dach und so weiter. Ja, bloß weil ihr immer das Gesicht verzogen habt, als Oma davon anfing. Ja, und Papa? Ach, dem biege ich das schon bei. Na komm, hilf mir mal. Ist das wegen Geld? Nein, natürlich nicht. Neues Auto. Rüdiger, hör auf zu fragen. Ich lasse mir von deinen Argumenten meine Überzeugung nicht versauen. Oma kann doch gar nicht die vielen Treppen rauflaufen. Für euch, mein Lieber. Für euch führt der Weg in Zukunft steil nach oben. Na, ist ja super. Ja, Oma kriegt dein Zimmer und Andis Zimmer. Das wäre auch ganz im Sinne von Onkel Paul. Dein Onkel Paul kann mich mal. Dem Studium fertig. Bitte? Wann? Ja, aber wahrscheinlich erst in anderthalb. Du gehst sofort auf dein Zimmer und büffelst. Nur ein Jahr. Hast dich über den Dienstag geärgert? Geh auf dein Zimmer. Drei. Hannelore. Ja, Schatz. Was machst du denn da? Das siehst du doch. Ich bin dagegen. Ah, bist du nicht. Hey, sauer? Hm. In welcher Reihenfolge? Auto? Geldbeschaffungskosten? Tenstag? Nein. An erster Stelle Tenstag? Mhm. Schlimm? Ach, Schnuppe. Wir waren so oft in unserem Leben scharf. Ab heute werden wir Löwe. Komm! Bei Ihren Sicherheiten ist ein Privatdarlehen über 50.000 Mark überhaupt kein Problem. 30.000. 20. Löwe. Schaf. 25. Selbstverständlich 25. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, dann können Sie über die Mittel verfügen. Bar. Wie Sie wünschen. Sie wollen sich also ein neues Auto kaufen? Ein Vorführwagen, sehr günstig. Ja, und ein paar dringende Anschaffungen für die Kinder. Im Haus macht mein Mann ja alles selber. Tja, Wichert. Ich unterstelle mal, dass Herr Tenstag Ihnen gegenüber gewisse Andeutungen gemacht hat. Gewisse. Sehen Sie Probleme? Ich sehe keine mehr. Welche Zinskonditionen könnten Sie uns denn für unser Darlehen einräumen? Frau Wichert, die üblichen 8,5% plus 1% Geldbeschaffungskosten auf 5 Jahre. 5% wären wohl weniger üblich? Eine Ausbaugenehmigung für Ihren Dachboden haben Sie doch. Hannelore. Entschuldige mal, Eberhard. Ohne Ausbaugenehmigung setzt sich nicht nur der Bauherr, sondern auch der ausführende Handwerker ins Unrecht. Und der bist du? Aber Frau Wichert. Wenn man das allerdings so betrachtet, dann ist das auch ein Gesichtspunkt. Solche Ausbaugenehmigungen ziehen sich ja ewig hin. Mhm. 7%. 6. 6. Danke. Wir warten draußen.
Sie haben ja sicherlich noch einiges zu tun, bis die Mittel verfügbar sind. Sag mal, Hannelore, bist du verrückt geworden? In was für eine Situation bringst du mich denn da? Ausbaugenehmigung. Was habe ich denn damit zu tun? Was weißt du eigentlich davon? Ich hatte meinen Grund. Einen 6-prozentigen. Was weißt du denn von Ausbaugenehmigung von Dachböden? Weil wir doch unseren Dachboden auch ausbauen wollen. Haben wir eigentlich eine Genehmigung? Also so habe ich das mit dem Löwen aber nicht gemeint. Provinzialisch und Kaninchen. Mhm. Ein Rezept aus dem dicken alten Kochbuch. Ich habe natürlich ein paar Verbesserungen. Oh, oh, oh. Ich glaube nicht mal, wir werden Bundeskanzler und so etwas Köstliches vorgesetzt. Guten Appetit. Danke, Anne, danke. Danke. Hast du mit meinem Geschenk schon mal gearbeitet? Jeden Nachmittag sitzt Andi über dem Mikroskop, nicht? Ja. Ach. Du, das mit den Blutgruppen, das ist doch interessant, nicht? Mahlzeit. Andi will den Chirurg werden. Was? Wie hat er aber gesagt? Das Kaninchen hat Andreas übrigens selber gehäutet und ausgenommen, Mutter. Mahlzeit. Was studieren Sie denn? Architektur. Ah, wirklich? Mein Mann war Jurist. Mahlzeit. Mein Mann wurde als Designer. Mahlzeit. Aber ist das toll. Lass nur, das mache ich schon. Nachbar Meise. Ja, bitte. Entschuldigen Sie, Herr Dichter, aber ja, das macht ja nichts. Ich komme sicherlich ungelegen. Ja, Sie wollen sich unseren Rasenmäher ausleihen. Klar, Sie wissen ja, wo er steht. Bitte bedienen Sie sich. Danke, ja. Gern geschehen. Das ist ja echt super, Andi. So was wie dich müsste man als Mann haben. Danke, Andi. Toll. Leben Ihre Eltern auch hier in der Stadt? Nein. Landwirtschaft, Oma. Ach, wie schön. Immer in der frischen Luft. Tja, bei Wind und Wetter. Oma, das Sorbet schmilzt. Und Sie, Fräulein Gabi? Mein Vater ist bei den Wasserwerken. Ach, wie schön. Immer im frischen Wasser. Jurist. Ihr seid nicht böse, dass Papi und ich noch zur Harmonie gehen, hä? Wir haben bald das Jahreskonzert. Nee, Mutti, das schaffen wir schon. Viel Spaß, hä? Entschuldigung. Geschickt. Warum kneifst du auch die Gabi? Ihr wolltet doch ins Kino gehen. Blöde Tosse. Das wird dann hier mein kleiner Salon. In der Ecke hier das kleine Biedermeier-Sofa. Hier der Tisch. Und an den Wänden natürlich Seidentapeten. Natürlich. Schlafen werde ich in Rüdigers Zimmer. Da hast du auch den besten Überblick, ne? Oh, Junge, was du immer sagst. Die 10.000 Mark werde ich natürlich sofort auf dein Konto überweisen. Was du immer sagst, Mutter, die 10.000 Mark bleiben da, wo sie sind, auf deinem Konto. Ich brauch sie nicht. Du konntest nie schwindeln. Und kein Latein. Heute wollen wir das Herz verschüren, lachen, Lust und froh sind mit hinein. Wollen scheinen uns die Sonne zur Freude, laut der Scheid, der Amsel ruft vom Heu. Jauchzt die Siegel, singt ein Lied, lasst die Sorgen heiß.
Es ist dringend. Ein für alle Mal. Während der Proben kein Bier, alkoholfreie Getränke und bitte keine Störungen. Entschuldigung. Also gut, wir machen eine kurze Pause. Wir wollten Sie nicht zu Hause aufsuchen. Wegen der Nachbarn, Uniform und so. Man ist ja schließlich Mensch. Ja, mein Schwiegervater ist auch bei der Polizei. Hauptkommissar Pino, der alte Fahrlehrer. Oh, ein harter Knochen. Was? Herr Wiechert, wir sind sozusagen privat hier. Ja, gewissermaßen. Warum habt ihr da nicht ein paar Jeans und ein Pullover an, damit man das wenigstens sieht? Es eilt, Herr Wiechert. Ja, es geht um unseren Unfall. Ja. Unsere Kollegen haben das Protokoll aufgesetzt und es wird Ihnen morgen zugestellt. Sie sind auch an dem Abend durch eine Umleitungsstrecke gefahren. Ja, stimmt. Eberhard, ich ahne was. Ja, genau. Durch die Umleitung wurde die Nebenstraße, durch die Sie fuhren, zur Hauptverkehr führenden Straße, also zur Vorfahrtsstraße. Wir waren schuld. Steht jetzt auch im Protokoll. Mein Gott, ist das schön! Tut mir leid, Jungs, ist natürlich sehr bedauerlich. Trinkt ihr einen mit? Ihr seid doch jetzt privat. Ja. Hallo, Laura. Ja, klar. Komm. Bitte. Danke. Danke. Conny. Du hast wohl alles mitgekriegt. Ja, vier Bier. Es wollte ein Jäger jagen, drei Viertel schon vor Tagen. Wohl in dem grünen Wald, ja Wald, wohl in dem grünen Wald. Wohl in dem grünen Wald, ja Wald. Sehr nobel. Ihr kleiner Husten. Nicht, dass der meinen noch ansteckt. Oh. Herr Kneißl ist sehr zufrieden mit seinem Dachgeschoss. Sehr zufrieden. Die Einbauschränke. Erstklassige Arbeit. Manchmal macht es direkt Spaß, mit unseren Leuten Qualität herzustellen. Nicht nur vorwiegend Gelsenkirchen am Metzger-Renaissance vom Fließband. Für die Qualitätsarbeit unserer Firma sind Sie zuständig. Ja, aber für die Kostengestaltung Sie. Ach, man unterwirft sich den Gesetzen des Marktes. Sie ahnen gar nicht, wie wir unseren Umsatz steigern könnten, wenn wir mehr auf Qualität setzen. Nicht nur auf Massenproduktion. Erklären Sie das mal, Gütersloh. Wenn Sie mich lassen? Gerne. Sie würden ja vieles anders machen, wenn Sie an meiner Stelle wären, was? Sie hätten den Heinz mal sehen sollen, als dieser Dachboden fertig war. Die Einbauschränke, diese erstklassigen Fußbodendielen. Die Augen leuchteten ihm. Der hat gefuhrwerkt. 18 Stunden ohne Unterbrechung, zwei Wochenenden lang. Naja, das hat er mal gelernt. Bei mir. Herr Tenstag, wir haben hier ganz tolle Leute in der Firma. Man müsste sie nur lassen. Kommen Sie ja heute Nachmittag in mein Büro. Ich habe ein kleines Kuvert für Sie. Gleichzeitig. Autos reparieren, mir die Einfahrt versperren, umziehen. Studierst du überhaupt noch? Ja. Wem gehört denn dieser Karren da unten? Schmuckstück. Hat sich dein Lieblingsnachbar Meisel gekauft. Gebraucht. Wieso muss der sich ein Auto kaufen, wenn ich mir eins kaufe? Na, vielleicht will er imponieren. Wem? Dir natürlich. Also, wenn Sie in einen Kreisverkehr von links kommen, wer hat dann Vorfahrt? Auf keinen Fall die Polizei, Herr Meisel. Es sei denn, sie fährt mit Blaulicht. Tag, Schatz. Danke.
Herr Meisel ist so lieb, mich theoretisch abzuhören. Ja, Richard, Ihre Frau, die macht ganz lobenswerte Fortschritte. Das will ich hoffen. Schließlich ist sie ja die Tochter eines Polizeifahrlehrers. Ja, Herr Meisel kann einem nämlich dieses blöde Schriftdeutsch so einleuchtend erklären. So, also Herr Meisel, Frage. Sie fahren mit Ihrem Auto auf der Landstraße. In der Mitte ist eine durchgezogene Linie. Dürfen Sie mit Ihrem PKW einen anderen überholen? Ja, natürlich nicht. Doch, Sie dürfen nur nicht die durchgezogene Linie überfahren. Auf der gleichen Fahrbahn dürfen Sie. Auf Wiedersehen. Ja, dann werde ich mal rüber. Ich habe nämlich vergessen, den Rasensprenger anzustellen. Es könnte ja vielleicht ein Gewitter auftreten. Das ist besser, wenn man vorher sprengt. Vor einem Gewitter, immer. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Wichert. Was hast du gegen Herrn Meisel? Ach, es gibt nichts, was ich nicht gegen den habe. Ein Frührentner. Oh, da hängen zwei von unseren Wochenenden drin. 1000 Mark davon kriegt Rüdiger. 750. 1000 Schnuppe. Ja, und Andi, der durfte sich bei unserem Ausbau kreuzkrumm und lahm arbeiten. Durch. Dem schenken wir was Schönes. Einen eigenen Herd mit Phrasenabzug. Oben in der Nische unter der Dachluke. Vielleicht einen gebrauchten Eisschrank. Anrechte baue ich ihm. Dann haben doch die Jungs ihre eigene Küche. Schlitzohr. Und sowas willst du wirklich mal machen? Kalte Platten schleppen? Ich möchte mal so ein Restaurant haben. Aber erst das Abitur, ja? Versprochen. Also Fair Play. Ich werde dich nie wieder um ein Versprechen bitten, wenn du es nicht wirklich willst. Aber das Abi muss ich doch nicht versprechen. Das ist doch ein Klacks. Obwohl du dich im Augenblick mehr für einen Klacks saure Sahne oder wie heißt das hier? Creme fraiche. Ja, genau. Creme fraiche interessierst. Andi, man kann gut essen, man kann schlecht essen. Conny will es mit ihren Buletten bestimmt vergiften, aber mehr als satt werden kann man doch nicht. Papi, es gibt Bezirksklasse, Kreisklasse und Bundesliga. Aber mehr als Tore schießen kann man doch auch nicht, oder? Okay. Das Gespräch bleibt unter uns. Wir haben noch über nichts Tolles geredet. Ich habe aber viel verstanden. So, jetzt möchte ich wissen, ob man besser als sehr gut essen kann. Können wir uns da so reinlassen? Natürlich lassen wir uns da so rein. Verzeihen Sie, ich kann Ihre Reservierung nicht finden. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Möbelunion, ein Tisch für zwei Personen. Ah ja, Möbelunion. Oh, die Herren haben schon... Verzeihen Sie, der Tisch der Möbelunion wurde schon eingenommen. Es sind zwei Tische, zweimal zwei. Verzeihen Sie, aber... Ja, das ist doch unglaublich. Meine Sekretärin, ich habe es selber gehört. Entschuldigen Sie ein Versehen, ich werde natürlich versuchen... Doch, ich sehe, wir haben noch einen sehr angenehmen Tisch für zwei Personen, selbstverständlich. Verzeihen Sie unsere Nachlässigkeit. Bitte. Ein Aperitif? Ja, mein Sohn möchte... Ich möchte gerne einen frisch ausgepressten Grapefruitsaft mit einem Dash Grenadinsirup. Es ist bestimmt kein Alkohol drin. Ja, das möchte ich dann auch, aber eine Wodka rein, nur keinen doppelten. Sehr gut. Was essen wir denn? Vielleicht das Hechtsoufflé vorweg und dann die Hamburger Stubenküken auf Blattspinat. Das ist nicht so schwer. Du, hier steht doch was von einem Menü. Da sind aber leckere Sachen drin. Das ist aber sehr teuer. Wenn dir eines Tages so ein Schuppen gehört, dann kannst du mich ja auch mal einladen. Bitte sehr, sehr zum Wohl. Wir haben uns entschieden. Zweimal das Menü. Sie werden sehr zufrieden sein. Probier mal. Ist lecker, aber ich bin nur Laie. Andi wird's auch schmecken. Du, ich will ja nicht meckern, aber dass ihr dem Kleinen oben eine Versuchsküche eingerichtet habt. Üppig, sehr üppig. Dir zahlen wir ja auch die Lehrer nebenbei. 24 Jahre und immer noch Nachhilfestunden. Du
das sind keine Nachhilfestunden, das ist ein Repetitorium. Ah. Ja, und das brauchst du heute, sonst schaffst du nämlich dein Examen nicht, klar? Ach nee, und wozu habt ihr die Professoren? Professoren? Ziehen halt ihren Stiefel runter, den interessiert unser Examen doch nicht. Und deshalb brauchst du heute einen Repetitor, klar? Mein Mann war vor dem ersten Staatsexamen auch beim Repetitor. Hallo Oma. Hallo. Wo ist denn der Kleine? Der besorgt noch was mit Eberhard. Ich habe in meinem Antiquariat einen Anatomieatlas besorgt. Wenn Andreas sich jetzt schon die Anatomie des weiblichen Körpers einprägt, menschlichen Körpers einprägt, wird er in 4-5 Jahren die Hürde leichter nehmen. Grüne Bohnen mit Hammelfleisch. Oh. Denk an Beifuß. Ein Hauch Beifuß gibt das gewisse Etwas. Ich hab schon gehaucht. So. Ach, darf ich noch mal schnell nach oben? Ich möchte dort etwas ausmessen. Na Mutter, du musst doch nicht fragen. Wir haben dir die Schlüssel gegeben, damit du auch vor deinem Einzug kommen und gehen kannst, wann du willst. Vielen Dank, Hannelore. Du Oma, wir haben da gestern Abend noch die Seidentapete fertig geklebt. Wenn du das mal kontrollieren willst. Sowas ist mir völlig fremd, Rüdiger. Tja, also, ich glaube, da müssen wir dann doch was vorstellen. Tut mir leid, Oma. Das ist meine Schuld. Aber es war schon 2 Uhr nachts, ich war hundemüde. Ja, und Vater wollte das natürlich gleich wieder neu machen. Vielleicht die kleine zierliche Kommode. Was für eine Kommode? Ich meine die kleine Kommode, die bei euch unten im Flur steht. Ihr benutzt sie ja doch nie. Da ist das Schuhputzzeug drin. In dem schönen Möbel? Frühes Biedermeier. Kundschaft, Mutter. Der Alvin. 8 Flaschen Bier, 3 Limo. Du, das ist ungeheuerlich. Nur zu zweit trinken die mittags schon 8 Flaschen Pilz. Ich meine, geschäftlich finde ich das ja in Ordnung, aber sonst, ne? Aber ja nichts gegen diesen Bierhandel gehabt, solange das Haus nicht bezahlt war. Aber, Rüdiger, ich bin doch nicht deine Uschi. Oma, tust mir einen Gefallen? Ja? Nörgel nicht an Mutters Geschäften rum. Bitte nicht. Natürlich nicht. Geht mich auch bedauerlicherweise nichts an. Eben. Du, das geht nicht nur ums Geld. Das Geschäft ist Mutters offenes Ohr und Auge zur Außenwelt. Moment, das verstehe ich nicht. Wirst du schon noch verstehen und lieben. Flaschenbier und Limonade? So. So, stimmt. Ja, stimmt auch. Danke. Bis morgen. Bis morgen. Schönes Auto hat dein Mann. Naja, hat ja auch eine Mordstellung, ne? Möbelunion, gesundes Unternehmen. Ja, mal, du kannst auch nicht klagen, oder? Ich bin altmodischer Buchhalter. Gibt hochmoderne Computer. Ach, hör mal, Alvin, ich... Hannelore, das war doch nicht nötig. So habe ich das nicht gemeint. Aber ich bitte dich, Mutter, sie steht doch nur hier, weil du in der alten Wohnung keinen Platz hattest. Jetzt hast du ja Platz, hä? Danke, Hannelore. So. Tja, Hannelore, in 2 Tagen, dann wohne ich hier bei euch. Oma, ich bringe dich noch zur Haltestelle. Danke, mein Junge, draußen wartet ja noch mein Taxi. Alles Gute. Dann auch schon. Tschüss. Tschüss, Oma, mach's gut. Tschüss. Was ist denn, Mama? Ach, nichts. Wieso? Oma würde jetzt sagen, mein Kind, dir ist nicht ordentlich. Ja, und nicht bei dem Herrn Bundeskanzler geht so gut wie uns. Fährt mit dem Taxi vor. Kontrolliert die Seidentapeten. Lässt das Taxi auch noch warten. Wenn es Spaß macht, dann lass sie doch. Ja, ich lass sie ja. Aber wir sind ja genauso, auch schon Höhenflug. Jahrelang haben wir krumm gelegen für das Haus. Kaum ist es bezahlt, neuer Kredit, neues Auto, neuer Wagen, Zweitwagen, ich einen Führerschein, Hobbyküche für Andi. Repetitor für mich. Ach Quatsch, deine Nachhilfestunden, die gehören nicht dazu.
Vater versteht sich mit dem Tänzer, glaube ich, auch nicht so gut. Weißt du, es kann so viel passieren. Ach, bei Vater doch nicht. Und wenn die rationalisieren? Oder Papi mal wieder den Mund nicht halten kann? Ja, oder die einfach das Werk schließen? Ach, Quatsch. Entschuldige, ich bin heute einfach nicht gut drauf. Der Tänztag, der ist doch eine Flasche. Er hat Vater doch voll im Griff. Aber nicht auf dem Golfplatz, du. Da hat er viele einflussreiche Freunde. Wie meine Kunden ihre Kredite ausgeben, geht mich nichts an. Am letzten des Monats beginnt für mich die Wahrheit. Hast du gar nicht so, der Michert. Merkwürdig. Erstklassiger Praktiker. Ich hatte schon mal überlegt, ob man ihn nicht mit dem Innenausbau des Clubhauses betreut. Warum nicht? Ich entdecke, hat mein Meister Michert einen Hang zum Luxus. Vielleicht reizt ihn das Clubhaus. Unsere Spenden müssen wir sowieso langsam wegdrücken. Andi, das schmeckt ja himmlisch. Oder mundet das hier? Mundet? Nee, Papi, es schmeckt. Und? Noch ein Kaffee oder ein Digestif? Ja. Ich muss liefern. Ja, bitte gleich direkt. Wie üblich, Möbelunion. Prost. Früher habe ich hier mit. Ich habe erstklassig gegessen, Andi. Bundesliga, doch. Also, wenn wir jetzt auch noch eine Currywurst essen, wird uns schlecht. Das stimmt. Aber ich habe nun mal so einen Hang zur Kreisklasse. Und zwar jetzt zwei Currywürstchen mit allem. Schade, dass Mami nicht dabei war. Ich habe mich nie gefragt, ob die sich sowas wünscht. Gabi habe ich auch nie gefragt. Gibt es irgendetwas, was meine Hannelore und deine Gabi gemeinsam haben? Gabi ist eifersüchtig. Na bitte. Ihr beide. Ihr seid so ein richtiges Liebespaar, was? Ja. Danke sehr. Danke. Besten. Es ist Beifuß dran, wie bei deiner Mutter. Ach, Schnuppe. Es gibt keinen Grund, nicht mal eine Schwäche zuzugeben. Alwin denken. Der hat irgendwie Schwierigkeiten in seinem Betrieb. Das ist aber schlecht in seinem Alter. Ah. Tja, Buchhalter, ne? Mhm. Also du, bei uns sind im Ein- und Verkauf nur die jungen Schnösel vom Tänztag beschäftigt. Da sehe ich keinen Mann. Oh. Hm? Eberhard, ich glaube, wir müssen langsam wieder scharf werden. Immer nur Löwe? Das geht ins Geld. Schmeckt's dir denn? Es hat einfach mit normalem Kochen nichts mehr zu tun. Vorsichtig mit der Kiste Nummer 14. Äußerst vorsichtig. Das Bleikristall. Was glaubst du, Andi, was das gekostet hat? Darf ich mithelfen? Herr Meisel. Vielen Dank, Herr Meisel. Sehr nett. Aber noch mehr Helfer und wir treten uns auf die Füße. Naja. Frühinvalide. Dicke Rente. Du sagst es.
Danke, Andreas. Wieder ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Ja, Andi, es gibt keine Ruhe. Nur immer Bewegung und Veränderung. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal aus meiner kleinen Wohnung ausziehen würde. Aber böse bist du doch nicht, oder? Nein, Andreas. Dankbar. Ist es deiner Mutter denn auch wirklich recht? Aber Oma... Ach, Andi, hinter dem Rücken wird immer anders geredet. Auch wenn man es nicht böse meint. Es ist ein großer Unterschied, ob man sich einer Sache verpflichtet fühlt oder ob man es gerne tut. Das ist jetzt aber ziemlich doof, was du da sagst. Und ich finde es ziemlich doof, dass du den Anatomieatlas noch nicht mal ausgepackt hast. Wenn du was anderes werden willst, musst du es mir nur sagen. Ich habe für alles Verständnis. Rechtsanwalt, bitte. Koch. Ich habe mir geschworen, mich nicht in die Angelegenheiten dieses Hauses einzumischen. Mit keinem Wort, mit keiner Silbe. Werde hier mein eigenes Leben weiterleben. Zu jedermann höflich verständnisvoll. Wenn jemand einen Rat braucht, bitte mag er sich bei mir melden. Koch! In nichts werde ich mich einmischen. Und ich habe auch Humor, Andreas. Doch es gibt da auch bei mir Grenzen. Du darfst gehen. Tja, du wolltest vor dem Referendarexamen zu den Jagdfliegern. Das konnte ich noch verhindern. Alles, was später kam, war Schicksal. Koch! Ich meine, ich glaube ja nicht alles, was im Horoskop steht. Aber? Kein Aber. Hier steht, dass Löwe und Skorpion gut miteinander harmonieren. Ja. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Obwohl es eine Tendenz zu eintönigem Gleichmaß gibt. Diese illustrierten Schmierer. Wir müssen doch jede Harmonie in Frage stellen. Ach du, außer in den letzten 4 Wochen war es bei uns wirklich ein bisschen langweilig. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Rüdiger, normale Sorgen. Andi ein bisschen extrem, aber sehr intelligent. Mit deiner Mutter habe ich nie Spannungen. Mittwochs haben wir Chorprobe. Das ist unser Leben. Das ist schlimm, ne? Ich habe eine tolle Frau und du hast einen perfekten Ehemann. Na? Ich weiß nicht. Seitdem Mutter hier wohnt, ist es irgendwie anders. Ja, das hat was, ganz ehrlich. Du, Rüdiger denkt da genauso wie du. Wieso? Der hat Besuch? Mhm. Uschi, keine Angst. Ich habe das voll im Griff. Schnuppe. Hm? Irgendwie ist mir das mit dem Rüdiger nicht recht. Blöd, ne? Es sind Menschen wie du und ich, unsere Nachbarn oder auch ganz Fremde. Was ihnen passiert, das könnte ebenso uns geschehen. Manches Schicksal ist wie ein Spiegel, in dem wir vielleicht uns selber sehen. Alle Menschen wie du und ich, wir sind doch so eine Art Familie, haben füreinander mehr Gefühle, oft viel mehr, als man zeigt. Jedes Schicksal nimmt seinen Lauf, es trifft Nachbarn oder auch ganz Fremde. Und was ihnen passiert, das könnte auch uns geschehen. Warum nicht? Auch die Großen werden klein am Ende, weil es Menschen
einfach Menschen wie du.